hallo, ihr seid hier auf dem Betrieb Arkenberg in einem Mastabteil. Wir haben hier 480 Tiere. In jeder Bucht sind 11 Tiere. Sie haben ein Alter von 16 Wochen im Moment, wiegen so circa 50, 55 Kilo. Sind mit 30 Kilo eingestallt worden. Das ist immer so das durchschnittliche Einstallgewicht unserer Tiere, die wir so einstallen. Wie man sieht, die Tiere haben Beschäftigungsmaterial in den Buchten. Eine Kette mit veränderbarem Material dran, in Form von Kunststoff, dass sie beißen können, dass sie zerdrücken können, verkauen können. Als zusätzliches Spielzeug bzw. Beschäftigungsmaterial setzen wir Stroh ein, in Form solcher Strohpresslinge. Die Strohpresslinge kommen in diesen Automaten rein, wie man das sieht, und die Tiere können dann unten in diesem Loch diesen Strohpellet auseinandernehmen und das einzelne Stroh dann auch aufnehmen. Und wie viel Platz hat ein Schwein? Die Tiere in dieser Bucht haben einen gesetzlich vorgeschriebenen Platz von 0,75 Quadratmeter pro Tier. Zusätzlich wird in diesem Stall an der Initiative Tierwohl teilgenommen. Das bedeutet, jedes Tier muss 10% mehr Platz zur Verfügung gestellt werden. Das ist hier in diesem Falle so geregelt, dass aus dieser Bucht ein kleines Schwein, das kleinste Schwein dieser Bucht, aussortiert wird. Dadurch ist hier ein Schwein weniger drin und jedes Tier hat dann 0,825 Quadratmeter Platz zur Verfügung. Wie warm ist es im Stall? Momentan haben wir im Abteil eine Temperatur von 23,3 Grad. Tiere fühlen sich je nach dem Alter entsprechend lieber bei wärmen Temperaturen wohl als auch bei kälteren. Bei Ferkeln sollte die Temperatur höher liegen. Und bei fertigen Mastschweinen, die natürlich wesentlich mehr Masse haben, kann die Temperatur ruhig geringer gehalten werden. Das heißt, da liegen wir nachher bei Temperaturen so um die 19 bis 20 Grad. Das kann ich alles über diesen Lüftungscomputer einstellen. Dort kann ich ihm genau sagen, wie die Temperatur sein soll. Was bekommen Schweine zu fressen? Die Zusammensetzung dieses Futters besteht aus Gerste, aus Weizen, aus Soja und aus Roggen. Und natürlich Mineralfutterzusätze für Spurenelemente, für die Nährstoffe, dass das Tier immer in jedem Gewichtsbereich optimal versorgt wird. Dieser Computer steuert die Fütterung und regelt, wie viel Futter genau an jedes Ventil zugeordnet wird, dass jede Gruppe, also immer 22 Schweine, auch dementsprechend das Futter bekommen, was sie für ihre Gewichtsklasse haben müssen. Und wie genau gelangt das Futter zu den Tieren? Jedes Schwein hat einen Fressplatz zur Verfügung gestellt. Alle Schweine können in Ruhe ihr Futter fressen. Das Futter wird durch die Leitung gepumpt und wird dann hier genau an jedes Ventil, wie wir hier oben sehen, genau eindosiert in den Trog rein, dass genau diese 22 Schweine auch ihre Portion kriegen. Das angemischte Futter wird genau verwogen, dass hier genau beispielsweise im Moment 50 Kilo Futter für diese Gruppe eindosiert werden. Wie wir hier sehen, können die Schweine sich 24 Stunden rund um die Uhr immer frisches Wasser aus dieser Nippeltränke ziehen. Es steht immer frisches Wasser 24 Stunden rund um die Uhr zur Verfügung.